Hallo zusammen, in diesem Clip zeige ich euch ein echtes Wunderprodukt in der Hotellerie, das sowohl geeignet ist für Familien, für Paare und für Firmenreisen. Also egal für was du dich interessierst, in diesem Clip gibt es alle Details zu einem echten Traumprodukt. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Platzhirsch TV und heute habe ich einen besonderen persönlichen Tipp für ein Hotel, was sich perfekt eignet für Familien, was sich perfekt eignet für Paare, die mal eine Woche schön abchillen wollen und was sich perfekt eignet auch für Gruppen, die sagen, ich mache eine Incentive-Reise oder einen Kongress. Und zwar befinde ich mich im Solaris Beach Resort in Kroatien oder besser gesagt in Dalmatien. Wie kommt man am besten her? Ich fange mal mit der Anreise an. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man hierher fliegen kann oder natürlich auch mit dem Auto herfahren kann. Flughäfen gibt es Split und Zadar. Zadar ist eher der Flughafen, der mit den billigen Airlines angeflogen wird. Wer also ein bisschen aufs Budget achten möchte, ist da gut aufgehoben. Und Split fliegt natürlich alle großen Airlines, fliegen das hier an. Ich bin mit Lufthansa zum Beispiel angereist. Was macht das Resort so besonders? Ich zeige euch gerne mal ein paar Bilder von verschiedenen Hotels, denn es ist eine ganz weitläufige Anlage, auf der 5 verschiedene Hotels stehen. Die sind alle in den letzten Jahren komplett renoviert worden, sind auf einem sehr guten Standard und das Besondere ist bei den Hotels, jedes einzelne Haus, ihr seht gleich mal hier ein paar Bilder, wirkt oder ist für sich schon geschlossen. Ich habe erst ein bisschen Befürchtung gehabt, dass vielleicht ein bisschen zu groß ist die Anlage, aber mir ist sehr positiv aufgefallen, dass man sich sehr wohl in seinem eigenen Hotel bewegen kann, aber auch in der kompletten Anlage. Und das macht es echt besonders, das ist echt wirklich einzigartig. Was noch wichtig? Das Hotel hat einen riesigen langen Sandstrand, was jetzt für Kroatien eher untypisch ist. Es gibt hier eher die Steinküste, wie man es hier sieht. Auf der anderen Seite ist ein großer, langer Sandstrand. Es gibt ganz viele Möglichkeiten für die Freizeitgestaltung. Es hat ganz tolle Restaurants hier im Resort. Also man kann auch wirklich da switchen, immer hin und her gehen, wo man gerne möchte. Und die haben ein kroatisches Dorf, ein historisches Dorf nachgebaut, was auch als Restaurant dient und perfekt geeignet ist zum Lunch oder auch abends für Dinner. Ganz tolle Atmosphäre. Und ein absolutes Highlight für die Businesskunden ist das nagelneue Kongresszentrum, was hier gebaut wurde, was gerade erst eröffnet hat. Und muss ich mir ganz kurz mal notieren, ist über 2 Ebenen mit 4000 Quadratmeter Fläche und geht für Veranstaltungen mit 1500 Teilnehmern. Also, hier findet man wirklich alles, egal ob ich Single unterwegs bin, ob ich als Paar unterwegs bin, ob ich als Familie Urlaub machen möchte oder einfach mal einen Business-Trip plane im Solaris Beach Resort. Meine persönliche Empfehlung, gerne mal anschauen auf der Internetseite und natürlich den Kanal abonnieren, ganz wichtig. An der Stelle auch mal vielen Dank für alle, die sich immer die ganzen Videos von mir anschauen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Sascha Heide.